Ach so. Hätte man mir ja sagen können, dass das Ding mir nicht helfen soll, sondern mich töten. Hätte man mir ja sagen können. Okay. Dachte, ich soll das Ding benutzen. Ist bei der Quest brennende Leidenschaft. Ist das die mit dem Typen, der... Also mit Jesse Cox? Ist das die? Die ist gut. Die dauert nicht lange, aber... Okay, schwebt nur noch. Aber die ist lustig. Mal geht der Boss auch schnell. Ziemlich genervt, Protokoll. Oh, scheiße. Wo sind denn alle? Oh. Überschreiben, Codes überschrieben. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh fucking hell. Ich wäre fast gestorben. Was passiert jetzt? Ah, ich sehe schon. Gesicht. Gesicht. Auge. Okay. Ja, wenn man den Fight versteht, ist auch cool. Trotzdem war die eine Stelle weird. Ich dachte, das Ding soll an die Dinger ticken. Schon besser. Danke für die Hilfe mit meinem Code, Weltraumfahrer. Ich meine, was war das denn bitte? Vollkommen verrückt. War auf jeden Fall der kreativste Kampf. Ich sollte mit den Reparaturen anfangen. Das wird richtig viel Arbeit. Also, viel Glück und ich hoffe, du wirst in einem Laserhagel zerfetzt. Nur ein kleiner Scherz, mir geht's gut. Scherz. Oh, 9 fehlen mir. Sieh sich einer den einfältigen Sack auf Beinen an, verloren und verwirrt. Vielleicht sagen dir ja die gestohlenen Pläne, was jetzt zu tun ist. Du weißt schon, die Pläne, die ich versehentlich verloren habe, die dich hierher geführt haben?
Ich brauchte eine reine Seele, weißt du? Jemanden, der all die Träumerkugeln sammeln kann. Denn nur damit bringt man den auf den Kopfsteller zum Laufen. Du hast so viel durchgemacht. Und am Ende bist du nur eine bessere Zündkerze. Es saugt mich aus. Ja, die kunstvolle Welt ist jetzt ein Land des Aufruhrs. Jede Angst, jeder Albtraum wird Wirklichkeit. Oh, das wird ja so ein Spaß. Ich werde all deinen Freunden erzählen, was du getan hast. Das ist meine Schuld. Ich hätte das kommen sehen müssen. Aber wir dürfen nicht in Selbstmitleid zerfließen. Es gibt noch viel zu tun. Vex hat gesagt, er wolle zum Baum der Fantasie. Das heißt, er reist ins Zentrum der kunstvollen Welt. Eine Maschine kann man ja auch wieder abschalten. Lars, danke für 1000 Bits. Guten Abend. Vielen lieben Dank. Ich will den Partner-Emote. Ich bin schon ewig Partner, aber ich will den Partner-Emote. Moment, nein, da wollte ich nicht hin. Doch, wollte ich. So, guck mal, was uns hier erwartet in der Welt. Hallo, bei SumSum gibt es die allerbeste Auswahl an Outfits der ganzen Fantasiesphäre. Rette die kunstvolle Welt mit Drachen. Stil. Und deshalb... Oh, ein Gleis ist doch wieder Autoscroll. Warum Autoscroll? Warum so viel Autoscroll? Hallo Dark Climber, by the way. Der ist zwischen den ganzen Emotes fast untergegangen. Doch kein Autoscroll. Oh nein, es ist eine Zirkuswelt. Ein herzliches Willkommen an alle wartenden Passagiere am Albtraumbahnhof. Eine aufregende, schreckliche, neue, kunstvolle Welt erwartet euch. Doch, Autoscroll. Da war doch... Oh nein. Ich hasse Autoscroll. Die Vorschau sieht immer so versprechend aus, so als ob das kein Autoscroll wäre. Oh, fucking hell. Wo kommt denn der Aal her, ey? Oh fuck. Willkommen zurück im Aufruhr Express. Nächster Halt, Sackboy wird zerquetscht. Bitte nicht. Aua, ich hab mich selbst gehittet. Oh fuck. In den Autoscrolls habe ich eh das Nicht-Sterben-Ding verworfen. Das ist so schwer, hier nicht zu sterben einmal. Beim ersten Mal. Nee! Oh! Ich dachte, das Ding kommt noch...
Bleib noch länger da. Assis, ey. Ganz schöner Arsch, der wächst. Oh nein. Oh nein. Okay, da ist er. Neu zugestiegen, halten bitte absolut still und warten auf ihre Vernichtung. Vielen Dank. Oh, der Schuss kann das abfangen. Stirb schneller, sag vorbei, danke. Oh mein Gott. Man kann im Spiel nicht sagen, dass es gegen Ende nicht schwerer wird. Oh mein Gott, ich skippe gerade alles, weil mein Checkpoint im Fahrzeug ist und nicht auf der Map. I call Hex! Okay. Man ist schon ein bisschen Hex. So. Dafür habe ich aber auch die Punkte nicht bekommen. Ja, die eine Kugel habe ich verpasst, weil Assi. Oh, jetzt hätte ich alle Kugeln mehr. Achso, jetzt sind hier drei Towers. Zwei haben mir noch nicht gereicht. Wieso floppen die mir hier die ganzen Leben um die Ohren? Was ist das? Hab ich gerade falsch geguckt? Bin ich runtergelaufen? Ich hab mich nicht gesehen. Ich hab auf andere Dinge geachtet. Hilfe. Ich will diese Level nicht spielen. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr Scrolling. Wenn nur das erste Scrolling war, okay. Aber diese Zuglevel sind die schlimmsten. Bereitet euch mal Sonntag, ich weiß noch nicht wie viel Uhr, auf den Stardew Valley Stream vor, Chat. Muss ich noch mit Goro drüber reden, weil Montag geht ja nicht. Montag ist Lu-Tag. Montag mache ich einen Stream mit Lu. Weil Lu hat Montag Geburtstag. Dann hat sie gesagt, er will sie streamen. Ein Spiel haben wir auch schon, was wir spielen können dann. Ah! Erstmal tot springen. Alter.
Nicht schon wieder so ein Scheiß, ey. So ist es immer sowas. Reicht das? Oh ja, okay. Aua. Der will es jetzt schon anstrengen. Erstmal sterben. Die Musik ist schön, aber ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Aber manchmal haben die auch so Indie-Pop-Bands da drin und dann claimen die das. Ein Schlüssel fehlt. What the fuck? In der Welt so viele One-Ups. Ist es da oben? Ah ne, das Lied kennen wir schon, das haben wir schon mal gehört. Ah, es ist hier oben. Das hat mir aber keinen Schlüssel gebracht. Hallo, Schlüssel? Oh, ja, ich sehe was. Warte mal. Oh, wie schön, dich zu sehen. Nachdem Fex diese Maschine eingeschaltet hatte. Du hast recht. Wir haben keine Zeit für müßige Plaudereien. Es gibt viel zu tun. Nimm diesen Apfel. Vielleicht bringt er dir Glück. Hä? Gehab dich wohl, Sack Knappe. Bin ich blind? Mein, ja, bin ich. Brauch dir nicht beantworten. Ach, da! Über der Tür. Doof. So. Oh nein. Ist da irgendwo ein Geschenk bei? Ja, in der Mitte, okay. Oh, Timing! Okay. Was schön, dass ich alle Kugeln so schnell finde, aber... Oh, knapp! Ah! Sollte nur die Schätze. Hilfe. Run. Erstmal den Weg hier freiräumen. Jetzt waren die so nett und haben schwimmende Plattformen hier gemacht. Hier nicht mehr. Hier waren sie nicht mehr nett. Als ob. Alter, wie knapp.
Lasst. Ein Schnu. Warum? So viele Schnus. Und das jetzt auch hier hoch? Aber... Ja, danke, ihr Schweineviecher. Oh nein. Oh mein fucking Gott. Schnuss gehen immer. Okay. Stimmt. Ist wie ein Snickers. Ein Schnuss geht immer. Snickers wäre geil. An Snickers Eis. Funktioniert Physik so? Hinterfragt das mal nicht. Außer man hat Nussallergie. Oh Mensch, mit Nussallergie tut mir eh leid. Nussallergie ist so das Schlimmste. Glutenallergie, Nussallergie, das sind so die schlimmsten Sachen. Boah, ich würd verrecken. Das geht nicht. Alle Allergien sind kacke, ja. Aber so eine Nussallergie ist schon richtig RIP. Laktoseintoleranz ist kacke, aber geht, glaube ich, noch. Ich will jetzt nicht sagen, Laktoseintoleranz ist harm, also ist lame, ist auch scheiße, aber ich glaube, das ist so eine von den Allergien, die am weitesten... Erträglich, also je nachdem, wie stark. Es gibt ja diese Laktase-Tabletten oder so, die man nehmen kann. Die machen das ja erträglicher. Bei Nüssen gibt's sowas nicht. Wenn du eine Nuss isst und dementsprechend eine Allergie hast, bist du RIP. Genau, gegen Laktose kannst du diese Anti-Tabletten-Dinger nehmen. Bei Nüssen ist RIP. Leben oder drehen. Blitzvorlauf. Eine will Mama noch, dann wechseln wir auf Phoenix. Okay, wir kleben. Bei Nussallergie haut man eine Rescue-Spritze rein. Ja, okay. Um Zeit rauszuholen, bis man beim Arzt ist. Wirklich retten tut sich dann auch nicht.
Ja, aber so, ich habe keine Ahnung, was die macht, weil es noch nie so weit kam. Gott sei Dank. Aber jetzt mal eine dumme Frage für so einen Menschen, der nicht betroffen ist, ne? Ich stelle mir Nussallergie so vor, dass du auch einfach nichts mehr kaufst, wo drauf steht, kann Spuren von Nüssen enthalten, obwohl halt eindeutig dieses Produkt nichts mit Nüssen zu tun hat. Kauft man die Sachen dann nicht? Weil es kann ja Spuren von Nüssen enthalten. Oder ist das eigentlich so safe und eigentlich müssen die es einfach nur draufschreiben, weil sie müssen? Weil es steht ja quasi auf allem drauf. Sollte man dann eigentlich nicht kaufen. Ja, ich weiß, dass sie das draufschreiben, weil die Maschine... Nee, die müssen das sogar schon draufschreiben, glaube ich, wenn in der gleichen Halle irgendwas mit Nüssen gemacht wird. Also die Maschine muss nicht mal mit Nüssen in Kontakt kommen, sondern die müssen es, glaube ich, schon draufschreiben, wenn die... wenn in der Halle irgendwas mit Nüssen hergestellt wird. Ja klar, dass eine Schachtel Erdnüsse essen ungeil ist. Du bist auch allergisch gegen Erdbeeren, weil Erdbeeren ja Nüsse sind. Nein. Erdbeeren. Du bist auch gegen Erdbeeren allergisch? Also, safe oder gehst du davon aus, weil es Nüsse sind? Weil manche sind ja nur gegen Haselnuss allergisch und manche nur gegen Walnuss. Erdbeer wäre Ripp, Alter. Erdbeer schon geil. Hab's getestet, war ungeil. Oh nee! Keine Erdbeeren essen wäre. Ha, genau 1000. Let's go. Hallo, du weißt ja, was man über dich sagt. Du folgst niemals der Mode. So. Wobei Mandeln und Pistazien sind komisch, was okay. Das meine ich. Das ist so weird. Allergien sind so komisch. Ich habe auch angeblich eine leichte Hundeallergie, weil ich mal beim HNO war, das testen lassen. Aber die ist so minimal anscheinend, dass ich die nicht mal merke. So. Wechseln wir mal auf Phoenix.